Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und wir gehen heute jagen. Und zwar werden wir den Brutlord jagen. Und ja, das ist immer noch Space Hulk Tactics und wir spielen immer noch die Blood Angels. Als du diesen Abschnitt des Hulk betrittst, bemerkst du, dass er vollständig mit Beanstealern bedeckt ist. Diese Eier, nie zuvor hast du etwas Vergleichbares gesehen. Seit Ewigkeiten verwesen hier die Körper unzähliger Männer und Space Marines. Zu welcher Kreatur dieser Weg auch führt, es ist sicher das gefährlichste Wesen, das wir je begegnet sind. Nein, ich kann schon mal sagen, bei den Tyranniden gibt es noch viel, viel größere, monströsere Monster. Auf deiner Langreise durch das Hulk hast du dich als große Gefahr für die Tyranniden erwiesen. Du hast die mächtigsten Genestealer gejagt und konntest sie immer vernichten. Hast nun die Aufmerksamkeit der mächtigsten unter ihnen auf dich gezogen. Ihr Brutlord kann nicht weit sein und erwartet sicher dich. Auf dich. Naja, du gehst durch das große und grässliche Genestealer-Nest, das du je gesehen hast. Dein Scanner markiert eine unglaublich starke Hitzesignatur vor dir. Beenden wir das Vorhaben, das wir begonnen haben, und gehen auf die Jagd für die Inquisition. Captain Obeldo, your attention. I have one last duty for your warriors to perform. Jawohl. Pardon me, my lord, but I thought we were finished with your hunting games. Not quite. I have been probing the waves of psychic power which unite the Genestealer hordes. My servitors located traces of what seems to be a synapse creature, a monstrous form we know as a brood lord. It is the life sign that I mentioned before. Aye, brother captain, I sense it too. A twisted mind, bloated with great psionic power, leading the other feral creatures with a common will. The Ordo Xenos have captured many Tyranid Synapse creatures over the centuries, but never a Genestealer Broodlord. They are elusive, deadly, and cunning. They are always the first to arrive on a planet when the infestation begins. As a prime threat to Gorgonum, it should be exterminated on sight. No. I want it dissected in my vaults. Its extraction and study will greatly reduce the threat against your Forge World, Fabricator General. Be certain of that. Na, ich glaube, wenn dieser ganze Hulk auf diese Fabrikwelt stürzt, ist dieser Brutlord die kleinste Bedrohung. Destroying the Space Hulk serves the same goal, my lord. Genau. True, but it would deprive us of a critical asset in the war against the Genestealer threat. In service of a greater purpose for this world and thousands more threatened by the Tyranids, this must be done. Oh. Brother Captain, if so ordered, we will accomplish this task among all others. Wir machen das schon. I trust your judgment, Tahario. You may proceed. Danke, Sergeant. So, Schwur des Augenblicks, Sergeant Tahariel. Gleich zweimal. Okay, Entwurf und Modul. Okay, okay. So, töten in 10 Runden, in 15 Runden. 2 Spawnpunkte. Okay. Sieht aber schon mal scheiße aus, wenn ich das so sagen darf. Nee, sind, ich dachte, das ist alles für Spawnpunkte. Wir haben aber noch nur 4. So, ein Brutzler und eine Gatling Gun, sage ich einfach mal. Natürlich ein Flammenwerfer und eine Sturmkanone. Ich belasse die Waffen mal. Vielleicht müssen wir gleich wieder Wege blockieren. Dann haben wir den Skriptor und den Flammenwerfer. Und mit der Karte, dass hier ein Feld zwei Felder lang brennt, können wir quasi vielleicht sogar manchmal so 3 Seiten blockieren. Das kann man gebrauchen. Es kann aber auch sein, dass der Brutlord, ich bin mir gar nicht sicher, beschussmäßig doch einiges aushält. Dass da vielleicht eine Salve gar nicht hilft, ne? Confirm the presence of the Broodlord. Psionic signature trace is in the red. What foul Xenos is this? Brother, show it the wrath of the sons of Sanguinius! Weapons ready! Remember, we need to secure the remains!
Umso häufiger ich diese Genestealer sehe, ne? Das mit der Zunge wirkt so lächerlich, dass sie einfach so raus. Sergeant, deploy your squad at this waypoint. The psychic signals are peaking in that area. Yep. What can you tell us about this synapse creature? It would take far too long to give you a full history. All you need to know is the Broodlord is a larger, more intelligent gene stealer. It acts as a nodal relay for the lesser members of the Brood, a hub enhancing their collective intelligence. How does it fight? They are not feral, mindless monsters like their kin, Brother Sergeant. The Broodlord has a strong sense of survival. It will not rush into conflict, but do not be fooled. It is even more deadly than its fellow broodlings. If cornered, it will put up a vicious fight. Ich glaube, der konnte, was ich meinte mit dem Reaperfix, das war aber nicht der Reaperfix. Der Reaperfix hat einfach nur 8 Bewegungspunkte und kann es für, wenn ich den Nahkampf besser. Er konnte, wenn er hier ist, seine 7 oder 6 Bewegungspunkte ausgeben, um dann hierher zu kommen. Also man kann nicht davon ausgehen, dass er wirklich hier den Gang langkommt. Er kann sich dann quasi hier hin verkriechen und dann von hinten kommen. I understand. We won't fail. The angel shows the way. Weapons ready! Wir halten immer die Waffen bereit, denn wir sind Space Marines. So, einfach nur töten. Klingt einfach, ist es aber nicht. Zunge ist länger, er ist größer als ein normaler Genestealer. Spielerisch hatte ich damals mit ihm auch nie was gerissen. Punkte habe ich dann lieber woanders reingesteckt. Aber man konnte, glaube ich, einen Genestealer-Trupp, wenn man einen Trupp hatte, konnte man den Bootlord konnte man aufwerten. Hat aber irgendwie immer nur. Ja, so. Ich würde sagen, Flammenwerfer back. Wir wollen nach vorne zum Genestealer. Ich würde sagen, da nach vorne, der wichtigste Mann in die Mitte. Und die unwichtigen eher so an den Rand. So. Das heißt, wir müssen zum Genestealer. Wir können ja schon mal gucken, wie wir uns am besten so den Weg nach dahin bahnen. Wir können hier zum Beispiel jetzt mal safe gehen. Hier hinten können wir safe gehen. Das heißt, ihr könnt mit ihmchen den Weg hier blockieren. Dann müssen die nämlich hier rechts rum. Und wir gehen erstmal nur 2 vor. Das mache ich deswegen, dass die brauchen mehr Zeit. Ach, weißt du was? 1, 2, 3. Will ich gerade nur 1, 2. 2 Fehler will ich mindestens haben. Wir gehen hier hin. Gucken in die Richtung. Und der kriegt dann auch. Nee, wir machen es anders. Doch, hier. Dann hat er nur 2 Felder zum Abwehren. Und ich will schon mal einen Skriptor hinter haben, weil in einer Runde kommen sie mich von dem Gang. Dann müssen wir sie da eliminieren. Killen. Oh, ich gehe erstmal straight so ein bisschen in die Richtung. Yes, Brother. Habe ich mich ja gerade verklickt? Ich bin gar nicht so sicher. Alles dufte. So, wir gehen einfach mal 2 Schritte zurück. Machen. Burn, burn, burn. Dann haben wir hier eine Karte. Wir nehmen erstmal die hier, die wandeln wir um. Das heißt, er kriegt jetzt hier nochmal Abwehr. Und dann haben wir auch nichts mehr, scheiße. Ja, stimmt, weil nur 3 Punkte. Aber für einen Zug reicht das ja schon. Das heißt, hier können sie zwar spawnen, müssen aber hier lang und schmutzig lang. Man hat gerade gesehen, dass die auch beim Brutlord spawnen konnten. Der hatte gerade so ein Kreuz um sich. Mal gucken, ob er es jede Runde hatte. Ich hatte das Gefühl, ich habe es nicht jede Runde gehabt, als ich den hatte. Vielleicht habe ich auch nicht drauf geachtet, das kann auch sein.
Die wollen echt von der Seite kommen. Oh, da ist er. Das heißt, wir lassen das Abwehrfeuer mal. Die warten, dass das hier quasi sich auflöst. We shall cleanse. Boah, mein Süßer, du bewegst dich da gar nicht. Overwatch. Jetzt müssen wir überlegen, was machen wir mit dem Skriptor? Wir können noch einen Weg blockieren, wir können aber auch versuchen, die hier alle platt zu machen. Was heißt, wenn wir die platt machen würden? Sagen wir, töten sie alle vier. Dann könnte hier ein neuer spawnen. Der kommt hier. 1, 2, 3, 4, 5 ist doof. Das heißt, wir müssen diesen Weg blockieren. Was wir aber machen können, wir können uns dahin drehen. So, dann gehen wir quasi und feuern. Dann warten wir, er hat noch zwei Punkte. Der Sergeant dreht sich in diese Richtung. Darf einmal gratis schießen. Trifft einmal gratis. Hat nur noch zwei Punkte. So, wir schicken einen Kollegen nochmal nach. So, jetzt überlegen wir. Okay, hier, da braucht keine Punkte, weil die haben 1, 2, 3, viele, viele, viele Felder. Haben wir eine Karte, wo er Punkte kriegen könnte? Flammenwerfer für zwei Züge, die holen wir uns gleich. Wir kriegen also nur, upsala, zwei Punkte. Das heißt, wir überlegen. ich könnte den Weg nochmal blockieren. Er kommt ja gerade zu uns, also wozu Stress machen? Wir könnten den Weg blockieren, aber der Sergeant kann ja da nochmal einen wegnehmen. Wir haben nochmal zwei Punkte, die wir vergeben könnten. In der Mitte kann nichts, den habe ich jetzt nur nachgezogen, falls er der mit der Sturmkanone weiterziehen will. Komm, die wandeln wir um. Dann kannst du noch einen töten. Und vielleicht noch einen. Na gut, reicht mir schon. So, wir blockieren wieder den Weg. Und treiben die Schweine vor uns her. Wir spielen diese Karte auf dem Flammenwerfer, der jetzt wieder zwei Schritte zurück ist. Ja, nächste Runde kommen sie von da. Oh, wir können auch hier blockieren, das ist nett. Dann können sie zwar näher rankommen, aber er hat es dann von zwei Seiten safer. Wir können dann hier so rumgehen. Mal gucken, was wir nächste Runde machen. Ah, vielleicht läuft der Brutlord ja in meinen Gang rein. Wäre ja schön. Okay, die laufen schon zurück. Die haben Angst vorm Skriptor. Er macht sich schon mal bereit. Das Wichtigste wird sein, was macht der Brutlord? Müssen wir weiter oder kommt er uns netterweise entgegen? Oh, da war die Sturmkanone im Einsatz. Schon wieder. Okay. Läuft. Hat das gerade versucht oder ist er einfach nur mal... Er ist so nah, aber doch so fern. Aber hier können wir gleich schön was reinholzen mit dem Skriptor. Ob das klappt, weiß ich nicht. Wir können auch jetzt hier rumgehen. Auch zwei Felder zum Skriptor.
So. Kann aber nur eine Skriptor-Attacke machen. Das war die hier, ne? Nummer 1, 2, 3, 4 mit dabei. Wir können den Weg aber nicht mehr blockieren. Aber die müssen ja irgendwann mal kommen. Wir machen das einfach jetzt mal. Okay, einen hat's zerlegt. Einer kommt. Und einer war ein Fehlalarm. Und aus 4 wurden 2. So. Ist. Brennen die Felder nochmal? Ich bin mir gerade nicht sicher, ehrlich gesagt. So, wir gehen. Können wir nochmal irgendwas in Brand setzen? Nein, schon. Hier können wir einen erwischen. Aber auch ein Fehlsignal. Schade. Du hast noch Munition. 9 Schuss, 9-mal Spaß. Ein Ziel. Overwatch. So, du hast Ziele, mein Freund. Nutze sie weise. Eliminiere sie. Er kriegt nichts geschissen. Das heißt, er ist gleich tot. Für den nächsten Nahkampf wird es ein Erfolg. Die spielen wir aus. Die kriegt er schon mal. So, das wandeln wir mal um. Dann haben wir da vielleicht nochmal Spaß. Toll. Jetzt sehen wir natürlich keinen mehr. Ich glaube, wir hätten doch den Weg zulassen sollen. Ja, das war's. Der Brutlord kommt uns natürlich nicht entgegen. Also wenn wir die Runde überleben, mache ich den Weg dann wieder zu. Moment, echt durchs Feuer? Hier auch irgendwie weiterkommen. Holla, die Waldfee. Wir kommen nicht weiter. Scheiße. Wir hätten die Mitte irgendwie nehmen sollen, glaube ich. Den mittleren Gang, den Gang weiter, oder? Kriegt er keinen Schaden. Das Problem ist, dass die Sturmkanone nicht weiter kann, weil einfach zu viele Feinde da sind. Den Flammenwerfer bräuchten wir jetzt hier zur Seite, glaube ich. Was ist, wenn wir den vorderen Weg blockieren? Sturmkanonen dahin gehen, aber nee, der Gang ist nicht frei, das macht auch keinen Sinn. Wir müssen einfach hoffen, dass die Sturm, dass der Brutlord zu uns kommt, glaube ich. Ich sehe sonst gerade keine andere Möglichkeit. Wir haben die Karte für den Skriptor, dass der Punkte kriegt, wenn sich jemand in den Weg schmeißt. Er hat nur 3 Schuss. Ich warte, bis er kommt, weil wenn nicht, ist er, dann kann er sterben und brauchen wir ihn nicht mehr. Tja, Sturmkanone, nochmal 9-mal Spaß. Vigilance, brother. Hilft nichts. Waiting for them. Vigilance, brother. Blockier den Weg, mal gucken, was passiert. Flammenwerfer gehe ich nochmal zurück.
gehen nochmal auf Abwehrhaltung. Lass sie rankommen. Damit es mal weniger werden, aber sind nur zwei. Das Problem ist hier die Seite. So. Mehr kann ich nicht, mehr habe ich nicht. Weiter. Ich hätte mit dem Skriptor vielleicht nach vorne gehen können. Da ist ja nur einer quasi. Oh, es spawnen gleich zwei, drei. Oh oh. Gut. Gut. Ja, die KI weiß auch wirklich, dass der nächste Runde wieder weg ist. Das ist voll doof. Das ist nett. Meine Überlegung ist nämlich, dass wir nämlich einen hier so rumgehen. Dass ich einen hier habe, dass er in diese Richtung nochmal guckt, weil der in der Mitte ist gerade nicht zu gebrauchen. Oh, das ist ganz praktisch. Hoffentlich sind sie jetzt nicht zu nah. Oder können wir irgendwie Bäumchen wechselig spielen? Wir können ja erstmal bis hier hingehen. Zwei Felder. Oder? Warte mal. Da kann volle Felder gehen. Er geht dahin. So, er braucht gleich noch einen Punkt. Der Brutzler. Dann müsste der Brutzler muss nochmal einmal zurück. Weg blockiert. So, jetzt versuchen wir mal wieder zu schießen. Wie viel Punkte hat der Skriptor noch? Oh, einmal. Oh. Aber man kann den Weg blockieren. Ja, 12 Felder. Versuchen wir mal ein, zwei loszuwerden. Okay, wir sind ein, zwei losgeworden. Das ist nämlich nicht unwichtig. Weil falls wir Schutzschild nicht mehr haben, ist es halt nicht so viele sind. Der Skriptor muss Punkte machen. So, zwei Schuss hast du noch. Ich hoffe, die KI weiß das nicht. So, wir müssen eine Karte opfern. Dann nimm mal die. Ist der natürlich weg, das heißt, er könnte eigentlich hier hin. Dann kommt da hinten wahrscheinlich wieder einer. So, dann könnte er noch. Nicht gut. Wo kommt denn hier einer hin? Bitte. Oh, nur der. Eins. Zwei, drei. Fünf, sechs. Na ja gut, dann machen wir das. Dieser verkackte Brutlord, ey. Ich dachte, er kommt in meine Richtung, aber er rennt dann nur näher zum Spawnpunkt, damit wieder hinlaufen. Komm, Haufen Clips, bitte. Ja. Renn natürlich zur Sturmkanone. Die Sturmkanone müssen wir irgendwie bewachen, dass wir da. Oh, doch. Ja, gemacht. Wir geben jetzt den Skriptor Punkte. Anders überleben wir das nicht. Hoffentlich sind es nur zwei Blocks. Die spielen wir. Und die wandeln wir um. So, einen müsstest du ja kostenlos kriegen.
So, jetzt haben wir noch 4. Scheiße. Dann töten wir ihn. Bleibt nicht ganz so übrig. So, 7 Punkte haben wir gekriegt. Abwehrfeuer haben wir jetzt nicht mehr. Das heißt, gehen wir kurz hier rein. So, muss nachladen. Scheiße. Daran habe ich jetzt nicht gedacht. Du machst Overwatch. Er hat keine Punkte mehr. Er muss nachladen. Jetzt wäre die Zeit. Jetzt wäre die Zeit zum Nachladen. Die Frage ist, wir haben nicht mehr so viele Punkte. Schafft er das? Schafft er diese 2? Warte mal. Können wir rumtricksen? Wir haben keine Punkte mehr. Er geht 2 zurück, geht wieder vor. Nee, das passt nicht. Wir haben kein Ausweichsfeld. Scheiße. Als hätte ich das jetzt hier unter Flammen gesteckt. Er kann nur 6, ne? 1, 2, 3, 4, 5. Oh. 1, 2, 3, 4, 5. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh. Okay. Ja. Es sind nur 2 Felder. Das ist. Also. Es kann sein, dass der Brutlord jetzt kommt. Ich könnte auch den hier blockieren, damit da nichts kommt. Schafft er 2? Das ist die Frage. Die machen nur 2 Felder, dann sind sie da. Und das ist der Sergeant. Der kann ja nichts. Wenn man den Sergeant nicht schützen, kommen hier immer noch weiter welche an. Bloß der Skriptor kann sie da versuchen wegzunageln. Wir haben 10 Punkte. Wir könnten mit der Psi-Attacke versuchen, ihn wegzukillen. 50%ige Chance. Minus 3 Psi-Punkte. Dann hätten wir das. wäre auch eine Möglichkeit. Blockieren. So gesehen, er kommt ja eh. Er kann ja eh kommen. Versuchen wir es. Komm. Oh. War gerade aus dem Spiel. 4 plus. Hat er. Save. Wichser. Gut. Dann brauchst du dein Abwehrfeuer. Und. Ja, falls es nicht klappt, von hinten haben wir gerade nichts. Bewegst du dich so hin, dass wir diesen Gang nächstes Mal wegbrutzeln können. Zweimal brutzeln können wir noch. So, das war meine Runde. Wir konnten den Brutlord mit unserer Psi-Attacke nicht töten. Einmal Abwehr. Es sind natürlich 3 Blips. Ladehemmung. Ich hasse Ladehemmung. Er lebt noch. Bei Gott. Der Brutlord will's wissen. Oh, ich hör Plips, ich hör Plips, ich sehe sie nicht. Da sind Plips. Hinterm Skriptor. Hier Schweine. Also erstmal muss er sterben. Wir haben Ladehemmung oder so. Voll doof. Feuer. Ich schieß hier den Kopf um das Geburt. So. Wir behalten nochmal die 2 Punkte. So. Ja, wirkt schon ein bisschen größer. Zunge ist länger, obwohl ja auch so ein Stachel dran ist. Ja. Ja, guck dir mal das an.
Ich hab was für dich. Heute. Feuer. Oh. Ich hab noch mehr für dich. Sollten wir nicht töten? Nö, alles richtig. Gut. Ja, wir haben viele Jeans hier gekillt und wahrscheinlich hat er nicht so viele Plips gekriegt, ne? Aber wir haben, ja, weil wir wahrscheinlich jetzt aggressiver gehandelt haben, hat er wohl gedacht, dass er auch aggressiver handeln muss. Ja, hätte er nicht funktioniert, dann hätten wir den Skripto weiter nach rechts bewegen müssen zu dem Brutlord hin, weil von hinten wären welche gekommen und hätten uns getötet. Und hätten ihn dann so auch noch kaschen können. Gut. Schwur des Augenblicks. Einmal das Modul und einmal den Entwurf. Aber er kann doch wahrscheinlich auch nur das haben. Warum kriegen wir dann Entwurf? Ich verstehe es nicht. Egal. You fled into the depths of the Hulk. Ich denke, wir hatten den doch, wir haben ihn nur getötet. Time, blood and bolt shells all spent for nothing. I will not allow my men to take the blame for this failure. On the contrary, Captain, this is a success. All the precious combat footage and sensor data will bring much needed knowledge about the Broodlord. I admit I was not confident of a capture, but it was worth the attempt. Naja, es wäre eigentlich ein zu großer Erfolg, wenn halt das Imperium ein Brutlord hätte. Ja. Weiter. You used my warriors as bait? We will discuss this matter face to face. My lord, when this is all over, know that. Ja, hoffentlich haust du mit deiner Energiefaust mal sein kleines Köpfchen klein. I welcome it, Captain Obaldo. In the meantime, you would do well to recall that I am the only one who truly understands what your warriors are facing. Ja, das war diese Mission. Der Auspex hat mehrere Lebenssignale. Oh Gott, oh Gott, hinter uns. Wir versuchen jetzt hier einen riesigen Umweg zu gehen. Vorteil entdeckt. Bruder Sergeant, im Osten haben wir eine Sicherheitstür entdeckt. Die scheint von Space Wolves umprogrammiert und versiegelt worden zu sein. Mit genügend Daten der geborgenen CAS, der CAES, sollten wir in der Lage sein, die Tür zu entriegeln und herauszufinden, wo sie hinführt. Okay. Die Energiekerne des Schiffs sind zu hören. Die pulsieren in der Ferne, als du vorrückst. Er zittert bei jeder Schwingung die ganze Struktur. Der Köder scheint zu einer Dekompressionskammer zu führen. Wenn wir diesen Weg wählen, können wir nicht mehr zurück. Gut, die Tür ist versiegelt. Die müssen da lang. Und es scheint wirklich so langsam Richtung Ende zu gehen. Also würde ich sagen, eure Aufgabe ist, meine Brüder, lasst ein Like da, einen Kommentar oder ein Abo. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal zum Finale von Space Hulk Tactics. Haut rein, ciao!